Du sag mal, Karl, warum küssen sich Menschen eigentlich? Ich weiß nicht. Aber vielleicht sollten wir es mal zusammen im Sinne der Wissenschaft ausprobieren. Küssen macht wahnsinnig viel Spaß und fühlt sich unglaublich gut an. Die Lippenhaut hat ja auch nur 3 bis 5 Zellschichten und ist somit wirklich sehr dünn. Nur so im Vergleich. Die übrige Gesichtshaut hat etwa 16 Hautschichten. Außerdem befinden sich zahlreiche Nervenenden in den Lippen, die uns beispielsweise vor zu heißer Nahrung schützen sollen. Die Frage ist, steckt da noch mehr dahinter? Und deswegen habe ich mich heute mal schlau gemacht. Sigmund Freud ging davon aus, dass uns das Küssen angeboren ist, also ein Instinkt. Angeblich käme es von dem Bedürfnis als Neugeborenes, an der Brust unserer Mutter gestillt zu werden. Und laut Freud legen wir dieses Verlangen nie wieder ab. Echt leckere Vorstellung. Der Zoologe Desmond Morris stellte 1960 die These auf, dass das Küssen von der Brutpflege kommt. Die Eltern haben die Nahrung für ihre Kinder vorgekaut und so weitergegeben. Bei Schimpansen ist das im Übrigen heute immer noch der Fall. Wirklich sehr romantisch, der Gedanke. Neuere Studien zeigen, dass wir uns küssen, um die Immunfähigkeit unserer Partner zu testen. Denn gegen welche Krankheit ein Mensch immun ist, ist von bestimmten Genen, den MHC-Genen, kodiert. Diese Gene nehmen wir beim Küssen über unseren Geruch und den Geschmack wahr. Je verschiedener die MHC-Gene unseres Gegenübers sind, desto besser finden wir unseren Partner. Ein Partner, dessen Immunität von unserer abweicht, bedeutet, dass unsere Nachkommen auch gegen mehr Krankheiten immun sind und somit eine höhere Lebenserwartung haben. Wir entscheiden also unterbewusst über den Kuss, ob wir biologisch gut zueinander passen und gesunde Nachkommen erzeugen können. Das ist echt total verrückt. Übrigens küssen sich nicht alle Kulturen so öffentlich und unbeschwert, wie es bei uns der Fall ist. Bis 1997 durften sich Paare in China nicht öffentlich küssen und wurden, wenn sie erwischt wurden, wegen unmoralischen Verhalten zu Erziehungskursen oder schlimmstenfalls Haftstrafen verurteilt. In chinesischen Großstädten sieht das natürlich wieder anders aus. Das Gegenbeispiel ist Frankreich. Hier wird sich zur Begrüßung laut schmatzend auf die Wange geküsst. Aber auch in anderen Ländern wie England und Deutschland setzt sich der Begrüßungskuss in bestimmten Regionen nach und nach durch. Wie ihr seht, ist das Ganze also absolut nicht in Stein gemeißelt und hat eine Zukunft, die wir heute noch nicht kennen. Vollkommen sicher, weshalb wir uns jetzt küssen, ist sich die Forschung nicht. Es werden immer wieder neue Studien aufgestellt, aber eins ist sicher. Küssen ist toll. Wissenschaftlern zufolge kann Küssen das Immunsystem stärken und Stress abbauen. Außerdem werden beim Küssen alle 34 Gesichtsmuskeln trainiert und pro Minute 6,4 Kalorien verbrannt. Für mich bedeutet das also, wir sollten alle mehr rumknutschen und ein bisschen Liebe verteilen. Wirklich? Küssen führt ja auch gerne mal zu mehr. Wenn ihr also mehr zu den Themen Sex und Verhütung wissen wollt, dann schaut doch mal bei den anderen Videos vorbei und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns das nächste Mal.